Meditation Einstimmung auf den Frieden. Diese Meditation ist eine Bewegung, die auf der Synchronisierung und Vereinigung der Menschheit basiert, mit dem Ziel, für Frieden, Harmonie und Einheit aller Menschen, die diesen Planeten bewohnen, zu arbeiten. Das Hauptziel ist auch, dass alle Lebewesen in einer hohen positiven Frequenz schwingen und dass wir in diesem Universum, das wir bewohnen, eine wahre Bruder- oder Schwesternschaft bilden. Die Meditation Einstimmung auf den Frieden wurde von Suryavan Solar und Sol Devanita, den Leitern der Organisation Condor Blanco International, entwickelt. Diese Meditation richtet sich an alle Menschen, die sich mit einer besonderen Energie vereinen wollen. Menschen, die sich verändern, wachsen und anderen dienen wollen, indem sie dabei unterstützen und anleiten, ihre Ziele und Absichten zu erreichen, um ein erfüllteres, vollständigeres und ganzheitliches Leben zu führen. Suche dir einen bequemen Platz. Beginne damit, spüre deinen Atem und wie der Fluss des Lebens durch deinen ganzen Körper fließt. Atme tief ein, indem du durch die Nase ein- und durch den Mund ausatmest. Das Wichtigste ist, dass du deinen Herzschlag synchron mit deinem Atem, deinem Atemrhythmus spürst und dieser Meditation aufmerksam zuhörst. Du kannst alleine in deinem Zimmer oder in Begleitung sein. Diesmal ist es wichtig, dass du mindestens eine weitere Person einladen kannst. Denn es ist eine geführte Meditation, die dich mit einer anderen Person zusammenbringt, um das gleiche Ziel zu erreichen. Wenn sich zwei Wesen in der gleichen Energie vereinen, entsteht ein Schwingungs- und Magnetfeld, das es uns ermöglicht, alles zu teilen, was jeder von uns individuell erreicht hat. Einer der wichtigsten Vorsätze ist es, gemeinsam mit anderen Menschen etwas zu erreichen, zum Beispiel mit deinem Partner, deinen Kollegen, deinem engsten Verwandten oder der Person, die du eingeladen hast. Denn gemeinsam mit anderen ist es leichter, Reichtum, Glück, Fülle und Wohlstand zu erreichen. Wir sollten unsere materiellen Werte auflösen, Stabilität und persönliche Sicherheit erlangen, die es uns ermöglicht, voranzukommen und zu lernen, das Erreichte zu teilen. Wenn wir zu zweit meditieren, werden wir auch auf emotionaler Ebene all das Glück teilen, das entsteht, wenn wir Zuneigung, Liebe und Freundschaft geben und empfangen.
Gemeinschaft gibt uns ein großes Gefühl der Sicherheit. Denn wir fühlen uns vollständig und vollkommen integriert, wenn wir all unsere Erfolge mit jemandem teilen. Wir können ein gewisses Maß an persönlicher Zufriedenheit, Freude und Harmonie mit den Menschen um uns herum erreichen, indem wir wahre Freundschaft teilen und alle Phasen und Stufen genießen, die wahres Glück erzeugen. Es wird davon ausgegangen, dass wir alle für Wohlbefinden und Wohlstand auf einer persönlichen Ebene zusätzlich zu den physischen und materiellen Errungenschaften arbeiten. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um dein Zweierteam zu finden. Wenn du auch das Ziel hast, dich selbst zu verwirklichen und dein Glück zu finden, indem du zu zweit arbeitest und teilst, was jeder von euch erreicht hat, wird jeder von euch zwangsläufig sein Glück vergrößern. All das mit dem Ziel, ein Quartett aus erfüllten Menschen zu bilden. Diese Erkenntnis manifestiert sich in diesem Quartett und festigt eine Allianz, die uns zu einem Zustand des Bewusstseins und der Vereinigung führt. Nur auf dieser Ebene des höheren Bewusstseins wirst du in der Lage sein, ein echtes Team von Menschen zu integrieren. Voll verwirklicht und ausgerichtet auf dasselbe gemeinsame Lebensziel. Und du wirst dieses Team in eine echte Familie, Gemeinschaft oder einen Stamm verwandeln. Nachdem wir geteilt, gegeben und empfangen haben, was jeder braucht, sind wir bereit, das ultimative Ziel eines jeden Lebensabschnitts zu erreichen und davon zu träumen. Die Freiheit. Wenn du dich mit anderen Wesen vereinigst, die dich auf dieser Reise begleiten, vereinigst du dich mit der Natur, die dich umgibt. Entdeckst du neue Räume und du kannst das erobern, was man einen Ort der Kraft nennt. Dann wirst du eine Lehre, einen Wegweiser, einen Mentor oder einen Lehrer finden. Dies ist der Beginn der Phase, die Freiheit genannt wird. Denn du beginnst, dich als Teil des Universums zu fühlen, das du erobert hast. Im Idealfall kannst du alle Menschen in deinem Umfeld erreichen, die dich dabei unterstützt haben, diesen besonderen Ort zu erreichen. Diesen Ort der Kraft, von dem du vielleicht nie geträumt hättest. Was auch immer dein Ziel der Freiheit ist, es kann nur erfüllt werden, wenn du fühlst, dass du eins mit allem bist und mit allem, was um dich herum existiert. Heute, im Monat Dezember, laden wir euch mit dieser ganz besonderen Meditation Einstimmung auf den Frieden ein und öffnen euch die Tür, um die Schwelle zu überschreiten, die die Gesellschaft von der Gemeinschaft, vom natürlichen und freien Leben trennt.
Wir laden dich ein, das zu erreichen, was für viele ein großer Traum ist. Den Montaña Condor Blanco, also weißer Kondorberg, zu erreichen. Es ist ein Ort im Süden Chiles, an dem die Natur in ihrem ursprünglichen Zustand ist, wo es den Fluss mit seinem reinen und kristallklaren Wasser gibt und in den Höhen eine üppige Vegetation mit einheimischen Arten, wo es mehr als 40 Wasserfälle gibt. Bring die Energie der Reinheit und Transparenz des ewigen Schnees vom Gipfel des Berges namens Condor Blanco. Spüre weiterhin das Schlagen deines Herzens. Spüre den Luftstrom, der in deinen Organismus eindringt. Fühle dich in Frieden. Atme die verbrauchte Luft durch deinen Atem aus. Atme aus und befreie dich von allem, was dich in ein zweckloses Leben fesselt. Denn indem du einen Pfad, einen Fußabdruck findest, wirst du in der Lage sein, die wahre äußere und innere Natur zu erobern, die dich mit dem gesamten Universum verbindet. An diesem besonderen Tag, in diesem Monat, in dem das Jahr zu Ende geht, können wir alle Vorsätze und die vier Stufen Wohlstand, Glück, Bewusstsein und Freiheit in einem einzigen Moment und zur gleichen Zeit durchlaufen. Indem du deine Hände auf dein Herz legst, während du diese Meditation machst, nimmt dein Wesen all die Energie der Reinigung, Erneuerung und Transformation oder Veränderung deiner Realität auf und verleiht deiner Seele, deinem Geist und deinem ganzen Wesen Magie, Zuversicht, Stärke und Sicherheit. Danke denen, die du zu dieser Meditation eingeladen hast, deinem Partner oder wer auch immer an deiner Seite ist. Danke deiner Familie und dem Stamm, zu dem du gehörst oder gehören wirst. Danke auch der gesamten Organisation Condor Blanco, Surya Vansolar, Sol de Vanita, die Leiter und Schöpfer dieser Bewegung Einstimmung auf den Frieden sind. Schließlich danke dem weißen Kondorberg, dass er zu jeder Jahreszeit die Türen öffnet, damit viele Menschen ankommen, die Schwelle überschreiten und den Weg der Überwindung und Entwicklung beginnen können. Er gibt dir die Möglichkeit zu wachsen, zu fühlen und einen heiligen und magischen Ort zu leben. Atme langsam ein und lasse die verbrauchte Luft durch den Mund wieder aus. Spüre, wie dein Körper voller Energie ist. Bewege nun langsam deine Hände, deine Füße. Bewege deinen Körper sanft, strecke dich, regel dich, als würdest du gerade aufwachen.
Bevor du die Augen öffnest, erinnere dich daran, dass du diese Meditation in 3 Zyklen von 7 Tagen, also insgesamt 21 Tage lang, wiederholen kannst, um mehr Bewusstsein zu erlangen und alles zu stärken, was du durch diese Praxis verinnerlicht hast. Also mit viel Frieden und Harmonie in dir, mit einem Lächeln auf deinem Gesicht, das ein besonderes Leuchten ausstrahlt. Öffne deine Augen. So möge es sein, so ist es und so soll es sein. Au.